Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Ich wurde ganz oft darum gebeten, deswegen machen wir das mal. Wir werden heute mal eine Brühgruppe reinigen und fetten, am Beispiel einer Melitta-Brühgruppe. Und dafür sind wir bewaffnet mit einer Zahnbürste und Silikonfett. Und mehr braucht man dafür auch gar nicht. Das und fließendes Wasser. Und da gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch und gucken uns das mal an. Dafür nimmt man dann hier einfach die Blende ab. Wichtig bei den ganzen Vollautomaten ist immer, die sollten ausgeschaltet sein. Und zwar nicht hinten irgendwie den Hauptstecker ziehen, sondern am normalen Ein- und Ausschaltknopf ausgeschaltet sein. Weil Brühgruppen von Kaffeevollautomaten haben Ruhepositionen, in denen sie dann gut und sicher entnommen werden können. Das ist tatsächlich bei De'Longhi zum Beispiel viel wichtiger als bei Melitta, weil da kriegt man die immer rein und raus. Bei De'Longhi-Geräten kann es dann auch mal verkanten, deswegen sage ich das dazu. Hier habt ihr dann einfach diesen Riegel, den ihr aufriegeln müsst, dann könnt ihr das rausnehmen. Und das ist jetzt ein Vollautomat, den habe ich ein paar Mal für Tests benutzt. Der ist jetzt noch nicht richtig durchgenudelt. Das heißt, der ist jetzt leider nicht super schmutzig und leider auch muss eigentlich noch gar kein Fett ran. Aber wir machen das trotzdem mal am Beispiel von dem. Und hier seht ihr jetzt, dass hier so ein bisschen Kaffeepulver drin ist. Und deswegen ist der erste Schritt einmal diese ganze Brühgruppe, die auch noch hier schön ein bisschen tropft, unter fließendes Wasser zu halten. Danach machen wir jetzt mal ein bisschen Schweinkram hier und tropfen noch so ein bisschen rum. Also einfach nur fließendes Wasser, bitte auf gar keinen Fall irgendwie Spüli oder so benutzen. Noch schlimmer ist, wenn ihr die in die Spülmaschine packt, weil da ist halt Fett dran. Darum geht es ja auch in diesem Video. Und das löst sich dann komplett ab und dann verklemmt die Brühgruppe, dann wird die ganz quietschig. Und deswegen wollt ihr da gar keine seifenmäßigen Reinigungsmittel aller Art dran haben. Das heißt, klares Wasser ist hier die beste Wahl. Und deswegen empfehle ich halt auch Brühgruppen wirklich jeden Tag, wenn ihr die benutzt, sauber zu machen. Einige Hersteller sagen, einmal die Woche reicht. Ich finde, das reicht nicht, weil wenn ihr die täglich sauber macht, dann ist fließendes Wasser auch wirklich super, weil alles eigentlich schon abgeht und ihr mehr gar nicht machen müsst. Und wenn dann vielleicht doch mal nicht alles so abgeht, wie ihr das wollt, dann seid ihr bewaffnet mit einer Zahnbürste. Die Zahnbürste ist immer meine erste Wahl, weil es gibt halt ganz viele Bürsten, die so mitgeliefert werden. Die finde ich immer nicht so gut und ich finde, mit einer Zahnbürste reinigt sich das am besten. Das ist alles so, Zahnbürste, und da habe ich auch schon viele kritische Kommentare bekommen. Wer das eklig findet, kann gerne einfach eine neue Zahnbürste kaufen. Ihr müsst nicht eure benutzte Zahnbürste nehmen. Und was noch mein Tipp ist, ich nehme tatsächlich einfach alte Zahnbürsten, packe die dann einmal in die Geschirrspülmaschine und benutze die dann für die Kaffeemaschinen. Und damit kriegt ihr dann überall aus allen Ecken, auch hier aus diesen Schienen, richtig gut vielleicht verkantetes Kaffeepulver, das noch da drin ist, raus und könnt ihr überall das Kaffeepulver entfernen. Die Zahnbürste ist da auf jeden Fall mein Gerät der Wahl und da müsst ihr eigentlich jetzt überall da dran, wo ihr vielleicht irgendwie noch Kaffeepulver hängen habt und könnt das richtig schön rausbürsten. Das ist jetzt in dem Fall nicht nötig, weil ich habe die erst ein paar Mal benutzt und musste das jetzt nur ausspülen. Wir hatten hier an dem Stempel so ein bisschen Kaffeepulver und hier an dem Schacht, wo das reinläuft, ein bisschen Kaffeepulver. Wenn in dem Schaft noch was hängen würde, könnte man hier auch ganz gut mit der Zahnbürste ran. Das müssen wir jetzt gar nicht machen. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wo muss die gefettet werden. Und generell als Faustregel kann man sagen, gefettet werden müssen die Teile, die beweglich sind. Das heißt, die auf Schienen laufen. Und wenn ihr hier so ein bisschen dran rumspielt, seht ihr hier auch schon so eine von diesen Schienen. Und da muss ein bisschen nachgefettet werden. Und was halt aber ganz, ganz wichtig ist und was generell gilt, weniger ist mehr. Also wir wollen wirklich möglichst wenig Fett da dran haben, weil wir wollen am Ende ja auch kein Fett im Kaffee haben. Das heißt, wir müssen immer nur mit ganz, ganz, ganz kleinen Mengen arbeiten. Und woran merke ich überhaupt, dass eine Brühgruppe gefettet werden muss? Das ist auch relativ einfach. Wenn sie anfängt zu quietschen, dann muss sie am besten gereinigt werden, weil dann ist nicht mehr genug Fett dran, nicht mehr genug Gleitmittel. Dann quietscht sie, dann wird sie lauter und dann könnt ihr sie mal nachfetten. Wenn wir schon mal dabei sind, kann man hier einfach den Dichtungsring auch nochmal rausnehmen und den nochmal ein bisschen sauber machen, weil sich dazwischen auch mal Kaffeepulver verfängt. Außerdem kann man auf der Innenseite davon auch ein bisschen was von diesem Silikonfett benutzen. Und das kann man hier relativ leicht rausmachen. In die Richtung ist immer überhaupt kein Problem, das Rausziehen. Das Reinmachen ist allerdings ein bisschen Fummelkram tatsächlich. Und was halt ganz wichtig ist, diese Dichtung hier hat eine glatte Seite und hat eine Seite mit Rillen. Ich kann das hier mal mit so einem Löffel zeigen. Hier ist also glatt und hier auf der Seite habt ihr so eine Rille.
Und das ist dann immer ganz wichtig, dass man die wieder richtig rum reinsetzt, weil die sonst nie wieder passen wird. Und es ist so, dass die glatte Seite ohne diese Rille, die muss nach oben in Richtung Schlauch. Also in Richtung Schlauch muss die glatte Seite zeigen und in die andere Richtung zeigt dann diese gerillte Seite, weil die sich dann hier genau einfügt in die Brühgruppe. Und weil wir ja den Plan haben zu fetten, müssen wir jetzt noch einmal kurz reinigen. Und zwar kann es sein, dass ich hier auch Kaffeesatz irgendwie festgesetzt hat rundherum. Und da finde ich dann wieder die Zahnbürste total gut, um diesen Kaffeesatz zu entfernen. Und der klebt dann nämlich manchmal auch ganz gut fest, weil noch ein bisschen was von dem alten Silikonfett dran ist. Und das Tolle an der Zahnbürste ist, damit könnt ihr halt auch rundherum kommen, das überall sauber machen, auch gerne nochmal unter fließendem Wasser, wieder ohne Seife ausspülen. Und hier in diesen Rillen, da kann dann auch gern mal Kaffeesatz drin sein. Das kann man dann auch super ausspülen. Und dann fetten wir so ein ganz bisschen mit dem Silikonfett die Innenseite von diesem Dichtungsring ein. Das ist auch ganz praktisch, weil das dann einfach noch besser reinflutscht gleich. Und da brauchen wir wirklich nur ganz, 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 ganz wenig. Die meisten Leute neigen dazu, viel zu viel von diesem Fett zu benutzen. Und das wollen wir nicht. Und dann muss man den hier halt wieder reinfummeln. Da habe ich schon viele Nachrichten von Leuten bekommen, die so ein bisschen daran verzweifelt sind. Mein Tipp ist einfach, den Dichtungsring hier einmal so komplett rüber zu prökeln. Den dann so hinzudrehen, dass die Seite, die ich euch eben gesagt habe, mit der Rille nach unten zeigt. Ihr seht das jetzt schon hier drüber. Die Rille zeigt jetzt nach unten, diese glatte Seite zeigt in Richtung von diesem Schlauch. Und jetzt könnt ihr das einfach hier langsam rüberschieben. Und da wir das jetzt so ein bisschen eingefettet haben mit dem Silikonfett, flutscht das auch schon ganz gut. Und dann könnt ihr es einfach hier langsam rüberschieben und ihr seht, das geht rein. Wichtig ist, dass das halt auch auf der Rückseite passiert, weil da kann man nicht so gut hingucken und da kann man dann ein bisschen rumprökeln. Und jetzt kann man hier aber auch den Dichtungsring dadurch, dass da jetzt das Silikonfett schon dran ist, könnt ihr den aber auch so ein bisschen drehen und dann gucken durch das Drehen, ob das überall drin sitzt. Sitzt jetzt gut und hier seht ihr auch schon, hier ist es halt eine Ebene und wenn das hier jetzt noch rausstehen würde oben, das wäre schlecht, dann müsstet ihr den nochmal neu einsetzen. Das ist kein Problem. Dann fetten wir nochmal, weil es ja darum in diesem Video geht, ein bisschen lustig weiter. Und zwar hier diesen Kolben von der Brühgruppe, wieder ganz dünn, könnt ihr dann einfetten. Das darf auch so ein bisschen auf den Dichtungsring kommen, das ist überhaupt nicht schlimm. Wo halt wirklich kein Fett gewollt ist, ist hier das Stück vom Stempel, weil das ist dann mit dem Kaffeepulver direkt in Kontakt. Das wollen wir also nicht, da soll kein Fett rankommen. Das könnt ihr aber sonst auch einfach nochmal mit dem Taschentuch oder so abwischen. Und am besten sowieso nach dem Fetten nochmal so ein, zwei, drei Brühvorgänge machen mit dem Kaffee, ohne dass ihr den dann trinkt. Ich würde generell, wenn man entkalkt hat, wenn man nachgefettet hat, wenn man irgendwie was gereinigt hat an der Maschine, wäre ich dann immer ganz vorsichtig. Und dann haben wir hier noch diese Schiene, auf der läuft, wenn ihr hier so drückt, könnt ihr hier sehen, wie die Brühgruppe dann läuft. Und wenn sie hier hochgeht, so würde sie dann sozusagen den Kaffee drinnen verdichten. Das stempelt dann so hoch und hier seht ihr die Schiene, auf der das läuft. Und die kann natürlich auch mal ein bisschen quietschig sein. Und dann könnt ihr eigentlich an eine beliebige Stelle auf dieser Schiene so einen ganz kleinen Tropfen machen von dem Fett. Auf der Seite dreht ihr das um, macht ihr auch auf der anderen Seite. Und dann wird sich bei der Bewegung die Brühgruppe das automatisch holen und automatisch reinfahren. Und jetzt habt ihr hier die Brühgruppe nicht mehr in dieser Ruheposition, in der wir das eben hatten. Und da kann man jetzt entweder ganz lange fummeln und versuchen, das wieder hinzubekommen. Oder, und das ist eigentlich der Trick, ihr packt die einfach rein ins Gerät, macht den Bügel runter und wenn ihr die dann rausnehmt, dann werdet ihr sehen, das ist jetzt schon wieder ordentlich nach unten gerutscht. Und hier habt ihr dann wieder diese gefettete Schiene und die wird sich jetzt automatisch das Fett holen. Und hier sehen wir auch nochmal, dass man dann mit der Zahnbürste wirklich auch gern mal was übersieht, weil hier habe ich noch so ein bisschen Kaffeepulver. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber durch die Bewegung ist das gerade nochmal zutage gefördert worden. Jetzt würde ich es nicht nochmal direkt unter Wasser halten, weil jetzt haben wir das ja gerade schön eingefettet.
Und wir hören uns jetzt einfach mal an, ob die jetzt noch ordentlich arbeitet und ob das alles funktioniert oder ob wir da einen Fehler haben. Ob die Brühgruppe richtig drin ist, die Dichtung richtig drin ist. Wenn die nicht richtig drin wäre, wird das mit dem Bezug gleich nämlich auch nicht mehr hinhauen. Und das gucken wir uns nochmal kurz an. Die Brühgruppe hat sich jetzt schon ein bisschen bewegt. Das heißt, das Fett ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen verteilt worden. Um ehrlich zu sein, war das jetzt bei der noch gar nicht wirklich nötig. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, wie das geht. Wir machen jetzt noch einfach einmal einen Espresso-Bezug, um zu gucken, ob auch alles wieder gut klappt. Aber da würde ich tatsächlich jetzt auch die ersten ein, zwei Espressos nicht trinken, sondern die erstmal wegkippen und dann nochmal erstmal das ein bisschen arbeiten und durchlaufen lassen, weil man will ja nichts von dem Fett irgendwie im Kaffee haben. Und dann machen wir einfach mal nochmal einen Bezug, weil wir ja gerne erstmal ein bisschen was durchspülen wollen. Das können wir dann auch ein bisschen zeitraffern. Täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt haben wir die Brühgruppe wieder benutzt. Jetzt können wir es ja eigentlich wieder anfangen, sauber zu machen und einfach abzuspülen. Und der Bezug hat wieder gut funktioniert. Das heißt, die Dichtung scheint zu sitzen. Und jetzt kann man sie wieder unter fließendem Wasser aufspülen und abtrocknen, wenn man möchte. Wie gesagt, ich würde das lieber öfter als weniger oft machen. Ich muss es jetzt auf jeden Fall machen, weil ich sie wieder wegpacke. Und ihr seht einfach, die Schiene müsst ihr ein bisschen fetten und den Kolben müsst ihr ein bisschen fetten. Die Dichtung könnt ihr einfach mal rausnehmen, ein bisschen reinigen und dann auch die Innenseite von der Dichtung fetten. Und viel mehr ist eigentlich gar nicht nötig. Das ist aber auch wirklich nicht oft nötig. Ich habe einen Vollautomaten schon wirklich über ein Jahr benutzt und habe es nie für nötig gehalten, diese Dichtung hier zu fetten oder die beweglichen Teile zu fetten. Das solltet ihr wirklich erst dann machen, wenn es quietscht. Die meisten Leute sollten es dann machen, wenn sie aus Versehen doch mit irgendwie Spüli oder so gereinigt haben. Ich glaube, dann kommt das am öftesten vor, dass die Brühgruppe so klemmt. Und ansonsten ist das halt auch bei allen Kaffeevollautomaten sehr, sehr ähnlich. Gerade bei Brühgruppen von zum Beispiel Melitta, Miele, Siemens, Nivona und wie sie alle heißen, ist das Ding hier fast identisch, also sehr ähnlich. Da geht das eigentlich so gut wie genauso. Die Dichtung kann mal ein bisschen anders aussehen. Aber ihr müsst da halt die gleichen Teile fetten, aber wir werden auch noch mal andere Videos machen. Das ist also relativ anwendbar auch auf andere Geräte. Ich wollte das jetzt nur am Beispiel Melitta einmal machen. Wir werden da noch ein paar andere Beispiele machen, auch noch ein paar Geräte entkalken und so diesen ganzen Standardkram, den ihr euch immer gerne wünscht. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es abonniert, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke unten rechts am Video markiert, freue ich mich auch. Und wenn ich das jetzt abgespült habe, trockne ich das aus, lasse es dann oben drauf stehen, damit das in Ruhe ein bisschen abtrocknen kann. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Kaffee.